Hi, ich bin's wieder in der Stadt und ich komme mal mit einem Kumpel aus der Krefelder Innenstadt. Da war die Hölle los. Könnt ihr euch vorstellen, wieso? Nein? Okay, ich sag euch mal, welcher Tag heute ist. Rosenmontag. Hier, Rosen. Und? Nee, den Tag Montag habe ich jetzt nicht hier. Aber Rosenmontag. Also. Ja, wir haben gedacht, wir drehen spontan ein Video. Und hier ist es jetzt. Wir haben drei Themenvideo, Zauber natürlich, eine Umfrage zum Thema Karneval, konkret zum Thema, was macht ihr heute noch so? Könnt ihr euch schon denken, was da verrückte Leute da so gesagt haben, so, ne, saufen, Weiber, ne, irgend sowas, ne? Schaut euch das Video einfach bis zum Ende an. Und dann haben wir noch zwei Leute kennengelernt, wo ich dachte, den tue ich den Gefallen, ja. Wir hatten zum Beispiel ja einen Rapper. Ich bin nicht so der Typ für so Rappen, aber der hat mich beeindruckt. Ich kann das nicht sagen. Schaut euch das gleich echt einfach an. Vom Inhalt so, nimm es bitte nicht persönlich. Ich bin auch nicht so vom Inhalt der, deswegen mag ich Rapper auch nicht, weil der Inhalt so brutal war für mich ist und so unnormal. Aber schaut euch das echt an. Also mich hat er beeindruckt. Und dann haben wir noch einen Tänzer gesehen. Der hat gesehen, dass ich ein YouTube-Video mache, und zwar dieses Video hier. Und der hat gefragt, ob ich den filmen möchte. Ich habe gedacht, der wäre betrunken, weil der war so verrückt, war richtig verrückt. Aber Leute, glaubt mir bitte, der ist nicht betrunken. Der ist echt nur hier oben verrückt. Der Ausschnitt dauert nur 9 Sekunden. Schaut euch das echt bis zum Ende an, weil der ist nicht Breakdancer oder Hip-Hop oder irgend sowas, sondern der macht echt seinen eigenen Tanzstil. Und zwar, wenn ich den Tanzstil einen Namen geben müsste, ich wäre überfordert. Schaut euch das gerne an. Und bitte, bitte glaubt mir ehrlich, der ist nicht betrunken, ja? Und, ja, ich sag nicht mehr viel. Ihr solltet euch selbst überzeugen, und zwar vom Video. Und dafür machen wir jetzt einmal einen Handklatscher und dann geht's direkt zum Video. Seid ihr bereit? Wir ziehen runter von 3. 1, 2. Was macht ihr heute noch so? Ja, wir feiern den Geburtstag. Den ganzen Tag feiern. Ja, auf dicken Sagen alle feiern einfach. Sagen alle trinken. Alle hier. Ganzen Klassen voll. Ja, vier, also vier. Ganzen Klassen und dann hier noch. Ja, ey, komm doch hier. Was? Ja, noch mehr. Alkohol. Noch viel, viel mehr. Das sieht gut aus. Jägermeister mit Red Bull. Was macht ihr heute? Was machst du heute noch so? Was machst du? Und du? Schön. Dankeschön. Ja. Was macht ihr heute noch so? Karneval. Feiern. Also, nenn mal ein richtiges Thema. Trinken, irgendwas, keine Ahnung. Ja, Essen. Ja. Trinken beide. Ja, aber. Nenn mal ein perfektes Thema, was du heute noch machst. So, saufen. Und du? Ja, natürlich auch. Auch saufen. Dankeschön. Kein Problem. Und zwar nennt mir mal ein richtiges Hammer-Thema, was wir heute noch vorhaben. Ah. Ja, gute Frage. Also wir treffen uns mit Freunden und eventuell saufen. Das klingt gut. Und was machst du? Auf jeden Fall auch saufen. Wir sind zu zweit unterwegs. Ja, also, wir kommen da ja noch am anderen. Ein Tiger. Ja. Und was bist du? Heute gar nicht, also nächstes Jahr erst. Einfach nur mal verkleidet. Ja. Wir machen eine Umfrage und zwar heißt das Thema, was macht ihr heute noch so? Wir hauen halt richtig auf die Kacke. Wir haben so einen Tanz eingeübt, komm den Film auch mal. Ja, Tanz war so. So gehen die Schwuchteln gegen so. So gehen die Schwuchteln und die Schwuchteln gegen so. So gehen die Deutschen gegen so. So gehen die Deutschen gegen so. Hey, hey, hey. Ja, ist ja sehr gut. Der kommt da rein. Und er hätte so keine Sicht, was die Welt oft ist, was sie können. Der Ball kommt in die Hand und der in die. Mach die einmal zu und den anderen, die andere Hand da rum. So. Ja, ich probiere jetzt zu klauen, okay? Ich wusste den noch. Du darfst nicht spielen, ne? Nicht spielen. Ich höre voll mit. Muss sein Mann. Das ist mein Mann. Ich werde drauf. Schau mal nach.
Warte kurz, das kann nicht wahr sein. Wie geht das denn auch noch? Jetzt. Jetzt. Ey, wie geht das denn? Mach noch eins. Ey, warte kurz, Philipp. Warte, warte. Nochmal, mach wieder vor. Machst du auf? Weite, ne? Ja, komm wieder. Ich mach die Zeit. Sag mal, welche ich als erstes durch. Alter, da ist gar keine. Hä? Wie? Wie? Mich mal auf. Mich mal auf. Ey, wie geht das denn, Alter? Boah, da hab ich nicht verarscht, was soll ich machen? Alle hauen gut. Hier wird geputzt und genutzt, und sind die Toiletten, sie werden benutzt, wenn ich muss. Die den Schlüpfer zur Seite und fegt. Ich hab mir Teenies weggeknallt, also anders brennig. Bis auf die Penner, dann box ich die Weiber, geh mit dem Blinden ins Kino, zertrümmer den Omas Knochen und kenne die Gräber fertig in der Schule, die Schurke, das wird behinderte Kinder vom Kleinen Lopez und da wollen die Türme kommen mit der dunklen Rap mit dicker Lot, na one. Zieh den netten Schwiegersohn bei Vätern vor. Schwänger, Jungfrauen und andere machen Dreck weg für mich. Jede Mord, hört mal rufen an und ich kann einschlafen am Telefon. Die Kleine, das hat keinen Sinn, die heiraten und die Religion. Lieber Haterblocker für euch keine Leihverwendung, denn ihr seid die krebskranke Kinder. Zeitverschwendung. Es ist unumgänglich, dass ich jeden Gegner ficke. Lappen, das ist schwarzer Humor, so wie Negerwitze. Mich interessiert nicht, wie viel Nutzen ich will. Dritte Weltprobleme sind wie saure Möwen. Genau genommen hab ich gegen jeden was. Außer gegen Aslaks, HIV regelt das. Bestes.